Willkommen bei AlgebraBa. In diesem Video wollen wir uns mit der gleichmäßigen Stetigkeit der gegebenen Funktion f befassen. Wir bilden x auf 1 durch x² ab, wobei die x aus dem Bereich 1 bis unendlich kommen. Gut, wir fangen einfach mal an, indem wir uns überlegen, okay, f von x, also f von x minus f von y im Betrag, irgendwie abzuschätzen. Zunächst setzen wir einfach mal die Definition ein. Das heißt, wir haben 1 durch x² minus 1 durch y². Gut, jetzt können wir uns relativ schnell einfach mal das Ganze hier auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Dann erhalten wir y² minus x² durch x² y². Ja, man sieht, oben haben wir das dritte Binom. Wenn wir das auflösen, dann haben wir Betrag von y minus x plus, mal Betrag eben y plus x und das Ganze wieder durch x Quadrat y Quadrat. Da können wir einen Betrag weglassen, weil Quadrate immer positiv sind. Außer man setzt die 0 an, dann sind sie gleich 0, aber die 0 ist nicht in unserem Definitionsbereich drin. Also ist das hier auf jeden Fall größer 0. Gut, jetzt brauchen wir folgende kleine Abschätzung. Wir überlegen uns y plus x im Betrag geteilt durch x Quadrat y Quadrat ist kleiner gleich 2. Denn wenn wir x und y auf 1 setzen, erhalten wir hier gleich 2. Und da Quadrate logischerweise viel schneller ansteigen als lineare Funktionen, wird, sobald wir die 1 nach oben hin verlassen, das Ganze sogar echt kleiner als 2. Nach unten können wir sie ja aufgrund der Einschränkung des Bereiches nicht verlassen. Das heißt, wir können das hier abschätzen mit Hilfe unserer Überlegung zu 2 mal Betrag von x minus y. Gut, daraus folgt jetzt allerdings, dass wir sagen können, der Betrag von f von x minus f von y durch 2 ist kleiner gleich dem Betrag von x minus y. Wenn wir nun unser epsilon größer 0 wählen und sagen, setze Delta auf epsilon halbe, dann folgt für alle xy, die Abschätzung Betrag von x minus y ist kleiner als Delta erfüllen, gilt dann bereits f von x minus f von y ist kleiner als Epsilon. Das ist genau die Definition, die man braucht. Also quasi für jedes Epsilon größer 0 existiert Delta größer 0, sodass das hier gilt. Genau das hier haben wir erfüllt. Wir haben angegeben, wie man genau auf dieses Delta kommt, eben gerade Epsilon einfach zu halbieren. Und daraus folgt dann, f ist gleichmäßig stetig auf, das ist nicht jetzt richtig, 1 unendlich. Gut, das war's soweit. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt ihr einfach in die Kommentare. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.